Mein heutiger Gast ist auf einer ausverkauften Tournee. 120 Veranstaltungen pro Tag, pro Jahr. Er ist ein Publikumsliebling allererster Güte. Herzlich willkommen, Johann König! Ich wusste, Land, du hast mal Sport studiert, das wusste ich nicht. Ja, das stimmt. Das überrascht auch viele. Ich weiß nicht warum, aber... Ja, weil du, wenn man dich jetzt so daraufhin anguckt, wirkst du natürlich sehr sportlich, aber du wirkst nicht so wie der typische Sportler, sag ich mal so. Ja, ja, das ist aber nicht schlimm. Also ich habe es trotzdem geschafft. Ich habe das beendet. Abgeschlossen? Abgeschlossen. Hast du eine Lieblingssportart? Ja, Fußball und Badminton und sowas in der Art. Schwimmen nicht, aber... es gibt heute Leute, die erst dadurch, dass ich mit denen Fußball spiele, mich auch ernst nehmen als Mann. Also. Weil du wesentlich mehr kannst, als man eigentlich vermutet, ja? Genau, ja, ja, das stimmt. Findest du, dass, wenn du das liest, wie unsere Fußballer trainieren, findest du, dass sie das richtig machen? Oder wird da zu viel Wert auf Fitness und Konditionbolzen gelegt und zu wenig auf spielerische Akzente? Ja, ich finde es richtig. Die haben ja neue Übungen aus den USA, jetzt, die sie machen. Und, ja, mit dem Psychologen weiß ich nicht. Also, ob man da mit dem Psychologen, ich weiß nicht. Also, ich glaube nicht. Weil ich denke bei Kahn immer, wenn der, also ich denke immer, wenn der in den Kühlschrank guckt, dann sagt er zu Verena das Gleiche wie nach einem schlechten Spiel zum Reporter, nämlich, wir brauchen Eier. Und da würde ich als Psychologe nicht mit ein. Was war denn dein Berufsziel als Sportstudent? Ich wollte Lehrer? Sportlehrer werden, ja? für Biologie. Also. Jetzt mal ehrlich. Nein. Aus diesem Grund wird man doch Sportlehrer. Ja, oder Hilfestellung geben. Ja. Ha, 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 ha. Nein, ich habe wirklich Sport und Biologie studiert und ich wollte wirklich Lehrer werden. Und, ich wollte natürlich auch Zeit haben, um also Fußball zu spielen in der Nachmittags dann oder abends. Ja. Und leider hat das alles nicht geklappt. Wenn ich mir jetzt die Schulen angucke, schade, wäre ich gerne. Was bist du stattdessen geworden? Ich meine, vom Beruf? Ich bin Krankenpfleger, das habe ich gelernt. Den Beruf habe ich also auch. Und ja, und jetzt sitze ich ja hier. Ich bin also ich bin Entertainer. Ja. Progressives Event Entertainment. Im Premium-Bereich. So heißt das heute. Ja, ja. Und beim Programm Johann König eskaliert heißt das. Johann König eskaliert. Ja. Das kann man sich, kannst du wirklich auch so ausflippen? Ja, ja, das ist, also der Programmtitel war das Wichtigste. Ich dachte, das muss was sein, wo die Leute direkt denken, ja, das will ich mal sehen. Ja. Und manchmal rufen Leute in Theatern an und sagen, ich hätte gern zwei Karten für Johann König explodiert. Wo ich mich dann auch frage, sind das Fans oder... Ja, aber das Publikum in der Eile, vielleicht ja, kriegen die den Titel nicht so genau mit oder so. Ja, ja, aber ja. Es gibt schon welche, die dann enttäuscht sind. Ja? Ja, dass ich nicht wirklich, weil manche mögen das nicht und kommen trotzdem. Wie, die erwarten, dass du wirklich explodierst? Weiß ich nicht. Jedenfalls schreie ich wirklich rum am Ende und... aus welchem Anlass? Kannst du das mal schildern? Was passiert in der Szene? Ja, ich habe eine Techno-Musik, die ich mit dem Kassettenrekorder, also es kommt laute Techno-Musik und ja? Ich bewege mich dann dazu, mache richtig so und tanze und bänge das Head, also... Ja? auf Englisch und... Ja? Ja, und morgens habe ich dann Nackenschmerzen. Ich wusste erst nicht, wovon, aber es liegt am neuen Programm. Jedenfalls flippe ich dann richtig aus. Ich mache dann so ein Gewinnspiel. Ich habe dann so eine Karte, wo draufsteht, Zelt, It's Guide. Und dann sollen die Leute raten, was das heißt. So ein Gewinnspiel. Zelt, It's Guide? Ja, und das heißt dann, Zeit ist Geld. Und es kommt aber nicht darauf an, dass die das dann rausziehen. Ach so. Aber ich flippe, ich nehme dann einen Mikroständer und gehe in die Leute und schreie die an. Ja, wie, du machst so Stage Diving? Ja. Lässt dich von der Bühne runterfallen in die Masse? Meistens sind da dann noch, gibt es dann so einen Mittelgang. Dann, das mache ich nicht. Aber ich bin sehr wild, ich spucke auch. Und singst du auch? Singst du auch in deinem Programm? Ich singe auch. Ich habe einen Musikanten dabei, der mich begleitet. Also von dem ich beglitten werde. Wie ich dann sage, um das eben humoristisch zu sagen. Ja.
Steht man da manchmal so als Comedian unter diesem Zwang, immer lustig sein zu müssen? Oder kannst du, wann bist du denn mal du? Ich bin auch ganz ernst teilweise. Ich sag auch, also ich meine, ich langweile mich auch auf der Bühne. Und es ist auch oft, dass ich von meinem eigenen Gelaber auch manchmal sehr müde werde. Oder auch wirklich Kopfschmerzen kriege, aber ich sag das den Leuten dann auch ganz ehrlich und die verstehen das auch, weil es geht denen auch vielleicht ähnlich, aber ja. Aber ich sage auch dann, es ist schön, dass ihr hier seid, so schön wie heute Abend ist es im Grunde immer. Und oder auch, ich bin auch ganz ehrlich, ich sage auch, wenn man den Erfolg hat, dann hat man ja auch irgendwann das Geld, das man auch braucht, um sein Publikum zu lieben. Sehr gut. Denn das freut mich, dass du als junger Kollege das erkannt hast. Ja. Denn wenn man dem Publikum zynisch gegenübertritt, ja, dann spürt es das Publikum und dann ist es ganz schnell vorbei. Man muss ehrlich aus, sein. Dann kommen die Leute nicht. Ja. Die Leute spüren, ob das Gefühl, was man ihnen entgegenbringt, ehrlich ist oder ob man ihnen irgendwas vormacht. Richtig. Sehr richtig. Gut, schön, dass du hier warst. Ja. Vorbei. Ja, wann kann man dich sehen? Ich meine, ich mit auf deinem Programm, Ende Programm. April im Gloria Theater zweimal und ich bin in Berlin, in den Wühlmäusen, in Hamburg, im Tivoli. Grüße bitte, beim Kollegen und ich habe einen WM-Song, den ich gerade singe, den man auch downloaden kann auf den bekannten Musikportalen, einen WM-Song über Klinsmann und Kahn und Beckenbauer und so weiter. Da werde ich auch rappen, mache ich auch im Programm. Suppi. Mhm. Ja? Ja. Vielen Dank. Ich danke. Für die Einladung. War sehr informativ und sehr, sehr unterhaltsam. Fand ich auch. Ja, und wenn es dich langweilt, mag sein, aber uns nicht. Das ist schön. Ja, und das war heute, glaube ich, dein 9. Auftritt bei uns. Und der erste, wo ich mal reden durfte. Also finde ich ganz. Ja. Alles klar. Dann hast du immer hier eine tolle Nummer gemacht. Johann König, meine Damen und Herren.